Anschluss gegeben. Ich hab abgebrochen und sollte ins Praktikum gehen. Ich hab den Jungs gesagt, war's schon okay. Ich komm nächstes Jahr zurück, wenn ihr mir Fachabi gebt. Und der kleine Fuchs Jonas macht es nicht wie andere Menschen. Schreibt sich ein Praktikumzeugnis und lässt es anerkennen. Die haben mir die Scheiße wirklich abgekauft. Lach mir in die Faust, hab den Hauptpreis abgeschnauft. Ich weiß, ich mach was raus, kommt mir wie ein Geschenk vor. Papierflieger mit nem Stempel vom Direktor. Seitdem lieg ich weiter auf der faulen Haut. Ich selber glaub es kaum, doch träume von Haus und Frau. Ich hab leider keine guten Perspektiven. Du kannst dir gerne einreden, dein Studium zu lieben. Ich schreibe weiter auf Papierflieger-Songs. Doch guck, ich hab das zweite Fach studiert mit Kampf. Ich war nie gerade der fleißige Mut. Doch Mama wusste, dass der Bengel weiß, was er tut. Und ich hab nie etwas gemacht, doch erzählt und verpasst, überlebt, also passt schon okay. Ich war nie gerade der fleißige Mut. Doch Mama wusste, dass der Bengel weiß, was er tut. Und ich hab irgendwas gemacht, nix erzählt, aber fuck, Mama findet meinen Abschluss okay. Ich hab so viele Erwartungen an mich selbst gestellt und trag sie in die Welt. Aber nicht mit deinem Durchschnitt auf irgendeinem Blatt, das mir bescheinigt, du bist kein verkehrter Junge. Doch im Mathe bist du scheiße, haha. Mir kommt der Horizont entgegen. Du kannst lernen für Klausuren, ich bin offen, um zu leben. Und damit meine ich nicht mal Drogen oder so. Fasse meine Finger lieber auf Dosen statt in der Luft, ja. Du kannst irgendetwas auswendig aufsagen. Chemische Formeln und mathematische Aufgaben. Glückwunsch bei deinen ordentlichen Leberwerten. Wusste ich direkt, du wirst ein vorbildlicher Streber werden. Ich hab leider keine guten Perspektiven. Du kannst mir gerne einreden, dein Studium zu lieben. Ich schreibe weiter auf Papierflieger-Songs. Doch guck, ich hab das Zeugnis von Studieren bekommen. Ich war nie gerade der fleißige Mut. Doch Mama wusste, dass der Bengel weiß, was er tut. Und ich hab nie etwas gemacht, doch erzählt und verpasst, überlebt, also passt schon okay. Ich war nie gerade der fleißige Mut. Doch Mama wusste, dass der Bengel weiß, was er tut. Und ich hab irgendwas gemacht, nix erzählt, aber fuck, Mama findet meinen Abschluss okay. Dankeschön.